Willkommen zurück zu Firefall. Ich habe gestern rausgefunden, wie man so ein Paket öffnet. Und zwar zieht man es einfach darunter, macht es da rein und dann X. Ich habe eingestellt, dass ich mit Q durchschalten kann und mit F aktiviere ich dasjenige. Dann macht man einfach F. Es öffnet es und man bekommt das Zeug. Zum Beispiel bekamen wir Schaltdetonatoren und das eine Ding, so Flugdinger, so wie der da mit so Flügel, wo man irgendwo hinsetzt. Die kann man auch craften, zeige ich auch kurz, falls ich schon welche erforscht habe. Auftrag, Herstellung, das war bei da Sprungfeldanforderung. 100 Kryostit, bauen, wird hergestellt, 10 Sekunden, können wir hier gleich noch was anderes bauen. Seifengewehr, plus 340 DPS, bauen wir, dann entnehmen wir das hier. Kurz da drauf. Hier meine Forschungspunkte und mein Kryostit. Man kann übrigens auch Kryostit gegen die Red Beans eintauschen. Für diejenigen, die nicht zahlen wollen, so wie ich. Dann brauchen wir die Battleframe-Werkstatt kurz. Ziehen das Ding. Ach, Level 7. Okay, dann geht's natürlich nicht. Reparieren kurz. Accept. Und hier kann man auch das, was ich gestern so lange gesucht habe, Kriegsbemalung ändern. Hier, das kostet, das auch, was ist noch kostenlos? Nichts. Also das hier und das, die sind beide kostenlos. Nehmen wir mal das hier. Dann Rüstung. Kostet auch alles. Sind eigentlich nur so Tarnmuster, also nur für Schönheit. Verbrechen, genau. Was war das? Rüstung weg, zurück. Bodysuit gibt's auch, weil ich nicht weiß, was da der Unterschied sein soll. Hab's noch. Ah! Hier das Ding da ändert sich. Oder? Nein. Es dreht sich nur. Hier innen irgendwas? Nein. Unten? Auch nicht. Also keine Ahnung, für was das gut sein soll. Polysuit weg. Zurück. Dann gibt's da noch Dekor. Das wird da oben, glaube ich, hingemacht. Ja, genau. Die sind vier kostenlose gibt's, die hier kosten dann, wobei ich auch nichts brauche. Zurück. Und zurück. Reaktor, da gibt's noch überhaupt nichts. Genau so wenig wie Chassis. Wird, denke ich mal, dann, dass ich andere Rüstung bekomme. Keine Ahnung. Bestätigen wir das mal, haben eine andere Farbe. Und machen Escape, gehen nochmal rein, dann kann man hier noch seinen, obwohl das haben wir glaube schon gemacht. Ja, kann man halt seinen Typen ändern. Gut, was gibt's noch, was ich zeigen wollte? Genau, hier habe ich auf Z. Täglich kann man 1000, also 25.000 Kryostit in 1000 solche Credits umtauschen. Ganz einfach per Schieberegler. 100 könnte ich jetzt umtauschen, mache es aber nicht. Dann Red Bean kostet ein Red Bean 100 von denen, also dann sind es, wie viel kostet da eins? 25. Bedeutet 2500
Majestät sind ein Red Bean. Gut, das hätten wir jetzt im Markt. Gibt's. Wo sind denn die teuren Dinger da? Ach, hier kann man auch gleich noch tauschen, wenn man es nicht sowieso schon auf irgendeine Tasche gelegt hat. Und die Typen ballern wieder, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Ja, ja, ist ja gut. Schwanzersatz. Hier Gruppenfarmbau als mögliche, nur das, was ich so gesucht habe, finde ich jetzt nicht. Ah, hier. So ein Kleiderfeld. 15.900. Das bedeutet, wir brauchen 25 mal 15. Was ist das? 250, 300. Ah, sagen wir 350.000. Grüß dich, dann können wir das Ding da kaufen. Wobei ich kaum glaube, dass der so viel Kohle hatte, um das überhaupt reinzustellen, ohne Geld also Red Beans zu kaufen. Weil es kostet immer noch eine Gebühr, irgendwas reinzustellen. Hier, da, die Bronzenen, bisher alle, also jetzt inzwischen alle, sind gemacht worden. Habe ich gestern noch einige gemacht. Und es gibt Dungeons. Gestern auch einwendend freigeschaltet, gleich mal getestet. Auch mit diesem Charakter hier. Hab vergessen, die Aufnahme zu starten. Deshalb ist das jetzt meine zweite Aufnahme. Und zwar, ich hoffe, dass es geht. Hier bei dem Raumschiff kommt man in Instanzen rein. Oder Dungeons, oder wie man es auch immer nennen will. Drücken wir Start. Dauert kurz. Warteschlange. Vorhin ging es schneller. Jetzt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Starte Instanz. Nochmal warten. Kann ich da auch weg? Ja, gut. Dann kann ich ein bisschen rum. Düsen, indem man wartet, derzeit wie man wartet. Und es geht los. Tipp des Tages, der Aufbau eines Oberflächenvorkommens mit einem, keine Ahnung was, Punkt bestimmt ein ES. Meldingdurchflug beendet, Korrosion der Panzerung bei 9%, Verdränger auf 73%. Wir haben es geschafft, willkommen in Schwarzwasser. Hier gab's früher eine Menge Kryptidernder, aber nach dem Arclight-Absturz kommt die, naja, ihr findet sie schon raus. Warum sollte jemand hier rauskommen? Allein der Aufwand, höchstwahrscheinlich Schatzsucher, die nach dem Wrack der Midas suchen. Eine Menge Leute sind auf der Suche dieses Mythos schon verreckt. Okay, wir nähern uns der Position vom Notsignal. Nicht zu sehen, aber ich bekomme eine Menge Bewegung da unten angezeigt. Wenn diese Dinger dich wittern, wirst du einen Arsch voll zu tun haben. Ich werde auf dem Dach da drüben landen. Die Quelle des Signals müsste in der Nähe sein. Und da ist das Dach, welches ich vorhin gesucht habe, weil noch 5 Sekunden bis zur Landung. Weil ich reingekommen bin und die anderen schon am Spielen waren. Wir sind unten. Los, los, los. Alle raus. Okay, wir müssen rüber. So. Okay, ihr kennt die Abmachung. Ihr habt 10 Minuten, dann bin ich weg. Mit oder ohne euch. So, dann gehen wir darüber. Das Signal kommt direkt aus diesem abgestürzten Landungsschiff. Sieht nach 2 Wärmesignaturen im Inneren aus. So wie es aussieht, bin ich heute also diesmal allein, oder? Ist da noch einer? Keine Ahnung. Hey, holt uns hier raus! Die Tür ist blockiert, du musst sie irgendwie aufbrechen.
Wir werden in der Nähe einige Kisten anzeigen. Ach, mir werden in der Nähe einige T Kisten angezeigt. Vielleicht lässt sich da etwas Nützliches finden. Ach, da ist das Viech. So. Einsammeln, alles gut. Und wo in der Nähe? Hier. Hebe Sprengstoff auf. Sprengstoff platzieren. Diese Sprengladungen müssten reichen. Versuch mit ihnen die Tür aufzubrechen. Ich kann die Sicherheitsverzögerung nicht umgehen. Es wird 4 Minuten dauern. Also letztes Mal waren es 5 Leute hier drin. Jetzt bin ich wohl allein. Toll, scheint, als hätten sich einige. Keine Ahnung. Hey, es wird hier ganz schön heiß. Dafür zahlt ihr nicht genug. Ist das Slingshot? Lasst ihn nicht ohne euch davonfliegen. Slingshot, du kleine Ratte, komm zurück. Slingshot, verdammt. Okay, die Viecher sind jetzt aber auch schwächer. Und ich bekomme alles allein. Ist auch nicht schlecht. Jetzt gerade reicht ein Schuss, um sie zu töten. Oder auch zwei. Und letztes Mal habe ich bestimmt 10 Schuss gebraucht. Wobei ja auch Level 7 und dabei waren. Wir haben Level 5. Diese verdammten Zombies. Oh, noch was? Ja. Da drüben kommt auch noch was. So, weg. Da war doch auch noch irgendwas. So. Da drüben ist ein Ausrufezeichen gewesen. Ist nicht mehr da. Wie es aussieht. So. Bist du in der Spezialeinheit? Du hast die Viecher ja regelrecht zerfetzt. Naja, wenn du meinst. Gut, dann bomben wir doch nochmal weg. Was ist das jetzt? Da drüben kommen noch welche. Da kommt noch mal einer. Pass auf, da kommen noch mehr. Ja. Ich sehe es. Eine neue Waffe. Schnellfeuerbombardier. Ich habe noch 1 Minute 30, die ich beschützen muss. Okay, jetzt kommen die Viecher. Die sehen irgendwie aus wie so Dinger aus StarCraft 2. Komm, komm. Oh. Wird der Boss sein. So, auch weg. Drüben kommen wieder welche. Das Ding einsammeln. Und immer schön wegbomben. Vollgespritzt werden. Das macht den Spaß. Willst denn du nach? So, war's das jetzt? Nein. Drüben kommen wieder welche. Okay, alles weg.
Oh, Riese. So, der da noch, der da. Und gleich haben wir es geschafft. So. Das war höchste Zeit. Yeah, ich lebe noch. Ich schulde dir was. Übrigens, mein Name ist Oilspill. Das dort ist Rivers. Barker, unser dritter Mann, hat's nicht geschafft. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, Oilspill. Aber wie willst du hier weg? Ich habe ein paar Berechnungen durchgeführt, während wir hier festgesessen haben. Wenn du mir ein paar Teile bringst, sollte ich in der Lage sein, das Schiff zu reparieren. Und wo sollen wir diese Teile finden? Früher wurde hier eine Menge Bergbau betrieben. Wegen ein paar Christit-Hybridadern. Heute läuft hier nichts mehr, aber die alten Christit-Ernter sind immer noch da. Ich kann bestimmt einige Teile davon fürs Schiff gebrauchen. Hier, ich markiere es dir auf Sinn. Besorg dir die Teile und bring sie her. Oh nein, das ist nicht gut, Chef. Du musst dich beeilen. Ich erkenne hier ganz in der Nähe Signale der Chosen. Die Langstreckensensoren zeigen einen Finsterkleider an. Rivers und ich werden schon mal mit einigen Reparaturen beginnen, während du die Teile holst. Auf geht's. Okay. Hol mir die Dinger. Da drüben. Ach, die sind oben. Und ich bin gleich tot. Das Ding mitnehmen. Weg, 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 weg! Shit. Das war ja klar. 10 Minuten Zeit. Ich könnte dir Hilfe rufen. Aber da ich allein in der Instanz bin, ja. Naja, so ist es eben. Gehen wir da wieder darüber. Kommen die am besten gleich weg. Je weniger Leben, desto besser. Hoffen, dass nicht gleich wieder einer reinkommt. Und düsen weg. So. Abliefern, das nächste holen. Ist schon irgendwie scheiße, wenn man allein ist, dann muss man immer alles selber machen. Obwohl, diesmal gibt es auch nicht so viele Teile. Letztes Mal waren es bestimmt 10 Stück. Diesmal nur 2. Gut, 5 Spieler, jeder 2 Stück, also 10. Einige waren nur da zum Abballern. Ich habe 5 geholt, also. Sauber, genau das habe ich gebraucht. Besorg mir noch so eins. Den Erdender haben wir ausgeschaltet. Du musst dich nach einem anderen umschauen, um mehr Teile zu bekommen. Ach, ich muss darüber. Ach, sind also doch mehr. Schade. Aber hab ja noch 7,5 Minuten Zeit. Man kann leider nur eins tragen. Aber was soll's? Ach, super. Gleich noch ein bisschen Leben abholen. So. Abliefern. Nächstes holen. Rennen wir ein bisschen. Diesen dahin. Nach hinten. Was ist denn das da drin? Ach, nur eine Höhle. Das Wasser sieht schon irgendwie komisch aus. Was gibt's da? Nichts. Gut, gehen wir jetzt wieder zurück. Und hoffen, dass kein Gegner in der Nähe ist, was schon wieder der Fall ist. Da noch mal ein bisschen Munition und so holen. Und da abliefern. War's das jetzt? Ja. Okay, mal schauen, ob die Mühle funktioniert. Hört sich komisch an. So, dann
das Ding weg, sobald es freigeschaltet wurde. Meine Scans zeigen an, dass das Stabilisator sich in einigen Felsen verhakt hat. Du solltest sie mit deinen Waffen beseitigen können. Ah, erstmal nicht abkratzen. So. Da kommt schon der nächste. Ach, ihr Idioten. So. Wegbomben, schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Gut, das annehmen. Darüber. So, auch weg. Ach, da drüben. Oben ist noch eins. Wie kommt der Felsen da hoch? So, das dürfte reichen. Los, los, komm an Bord, uns geht die Zeit aus. Oh Gott, tritt drauf, Oisbill. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Herzlichen Glückwunsch, Level 6. So, das war die erste Instanz. Was haben wir bekommen? Oh, das war falsch. N. Linksklick. 20.000 Erfahrung. 65 Kredit. Ja, vorhin habe ich 10-mal so viel bekommen. Vielleicht, weil ich Level 5 war und die anderen alle Level 7. Und 5 Energie, wieder Aufladung, Battleframe Kern. Gesundheit plus 125 LP. Aufladegeschwindigkeit, Düsenenergie 20 pro Sekunde, Düsenenergie 0 minus 40, Gegenstandslevel 5 plus 2. Okay. Dann rennen wir kurz darüber, rüsten das Ding gleich mal aus. Und war's da? Ach, Brenner, Energiewiederaufladung, Battleframe, das war's. Und das kriege ich wo rein? Da. So. Und Waffenmodule, plus 20% Magazingröße, ist gelb, das kann man da reinsetzen. Annehmen. Dann noch was Rotes, plus 7,5% Feuerrate, annehmen. Und dort auch noch was Rotes annehmen. Zurück. Die sind schlechter, also werden sie recycelt. Das Ding, was ist das? Alle offensiven Systeme werden unter Hochspannung gesetzt und erhöhen so für eine kurze Zeit den Schaden. Okay. Dann kann ich aber machen wir das da rein. Geht nicht. Oh, das da rein und die sind, das ist besser, das da rein geht nicht, wieso nicht, steht nicht dran, wieso, aber das ist doch frei, ziehen zum Ausrüsten, geht aber nicht, gut, dann kann man das auch verschrotten, wenn es nicht geht. Bestätigen und 784 Forschungspunkte. Das Ding ist Level 7, das behalten wir. Und reicht die Zeit noch für eine zweite Mission? Ich glaube nicht. Da muss man immer so weit rennen, also Priorität, der vermisste Patient. Machen wir es einfach. Chef, eine Dr. Abrams hat dir eine Nachricht hinterlassen. Ich spiele sie für dich ab. Er ist 35. Hier spricht Dr. Abrams und der von der medizinischen Abteilung des Accord. Ich habe meine Praxis verlassen, um nach einem vermissten Patienten zu suchen. Ich werde Ihnen die Koordinatoren
übermitteln, wo bin ich jetzt? Darüber muss ich, und Sie über Veränderungen auf dem Laufenden halten. Bitte treffen Sie mich dort. Es handelt sich um eine sehr dringliche Angelegenheit. Okay, 710 Meter. Dauert ein bisschen. In der Zeit können wir mal da reinsehen. Du benötigst 4 weitere Level für Mission 2, Bergungsauftrag. Okay, Absturz kann man wiederholen. Okay, dann kann man gleich von hier aus eine Instanz hier starten. Mit Y. Gut zu wissen. Erfolge. Hier, ich habe VIP, aber nur noch eine Stunde oder so. Habe ich bekommen, weil ich neu angefangen habe. Da ist sie. Wie kann es sie nur unbewaffnet hier draußen rumlaufen? Die da. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich hatte es gehofft, es wäre nicht nötig gewesen. Dr. Abrams, warum sind Sie allein hier draußen? Ein Accord-Offizier, den ich behandelt habe, ist plötzlich verschwunden, zusammen mit einigen seiner Männer. Sie waren nicht fit für den Einsatz. Ich dachte, ich würde Sie hier finden, aber alles in Ordnung, Doktor. Ich muss diesen Offizier finden. Ich muss sicher gehen, dass es ihm gut geht. Ich habe hier dieses SYNHEC-Modul. Es wird etwas dauern, aber ich werde anfangen, die Daten zu analysieren. Er hat ein paar SYNHECs von einem Dealer in der Nähe von Spicy als Laden bezogen. Wir werden uns in Koppa umsehen und Fragen stellen. Sie sollten von hier verschwinden, Frau Doktor. In Ordnung, ich gehe zurück in meine Praxis. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden und bitte seien Sie so diskret wie möglich. Okay? Wo muss ich hin? Da. Jetzt bin ich nur zum der beim Labern zuhören 700 Meter gelaufen. Und so gibt es immer wieder Missionen hier. So ist es eben. Also wieder zurück. Da gibt es natürlich auch nirgends so ein Sprungdings da. Hier oben, glaube ich, aber das dauert, bis wir oben sind. Also ist es schneller, direkt dorthin zu gehen. Naja, so ist es halt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich nur noch mit dem aktuellen spielen soll, egal welches Level er hat, und dann halt nur die Hauptmissionen machen oder diesen Charakter weiter leveln und nur in einem Let's Play zu spielen. Wäre schön, wenn mir einer ein Feedback geben würde. Bauen wir das Ding kurz weg. Ist mir immer noch nicht tot, was soll's. Und da, wo sind wir hier? Okay, ist noch eine Weile darüber. Übrigens, wenn man nachts spielt, ist es hier hell und tagsüber dunkel. Was davon kommt, dass die Server auf die Amis zugeschnitten sind, denke ich mal. Wobei irgendwie nachts kaum einer online ist oder die meisten nur in der Stadt rumlungern und es dann draußen einige Erze gibt zu sammeln ohne einen Famber, und zwar mit der 8. Dieses Ding hier ist irgend so eine Granate, Schalldetonator. Der Schalldetonator zerstört Erze, die so rumliegen, und dann kann man sie sammeln. Immer so 60 bis 70 Erze pro Ding. Hallo, wie wäre es mit einer Portion Sashimi? Nein, will ich nicht.
Kugelfisch, oder wie? Ja, und da liegen auch öfters Kisten rum, da kann man auch noch Kristit und anderes Zeug sammeln. Bin ich hier überhaupt richtig? Nein, oder? Doch, ich muss zu dem hier. Hallo L, lange nicht gesehen. Ero, deine wundervolle Stimme hab ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Hab gehört, du bist ein Eris-Operator. L, wir untersuchen das Verschwinden von Accord-Personal. Es könnte in Zusammenhang mit Sinhex stehen. Und man hat uns gesagt, dass sie dich kennen. In der Tat, ich muss diese Penner dauernd von hier verjagen. Die stürzen sich auf verletzte und traumatisierte Mistkerle allesamt. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Oder vielleicht einer. Ja, einer von ihr, oh, Hauptmann Abrams, Soldaten, war gerade eben hier und hat nach den Kurieren gefragt. Er war aufgedreht und hat meinen Kunden Angst gemacht. Hast du gesehen, wo er hin ist? Er hat irgendwas von einer neuen Hoffnung geprabbelt, die er bei der Spinnenhöhle treffen wollte. Das ist ein bekannter Aranha-Bau in der Nähe. Ich habe die Koordinaten. Danke dir, L. Ich werde demnächst mal für etwas Sushi vorbeikommen, Chef. Während du unterwegs bist, werde ich den Sinhack weiter analysieren, aber der Name Abrams, das ist doch der Nachname unserer Frau Doktor. Tja, so wird's wohl sein. Wo ist jetzt wieder das Ding da? Da hinten. Also, wieder eine überlange Folge. Was soll's? Haben ja sonst nichts zu tun. Dachte, das geht schneller, aber nein. Da bin ich hergekommen, jetzt muss ich hier wieder darüber. Naja. Immer der gleiche Scheiß. Übrigens, solltet ihr so wie ich sein und immer mal wieder irgendwas erkunden wollen. Wenn es irgendwo in der Nähe ein Erdbeben gibt, haut besser ab. Nur als kleiner Tipp. So, wo sind die Viecher? Da rennt noch eins. Feinde wurden eliminiert. Was ist das hier? Spähkapsel. Aufsammeln. Ich dachte, die Feinde wurden eliminiert. Wieder so ein Mikroruckler. Zum Glück kommen die nicht so oft vor. Oh, genau so ein Ding habe ich gemeint. Level 20 steht, kommt ein Erdbeben und dann kommt so ein Ding auf einmal aus dem Boden raus. Jagt mich bis nach Copacabana und killt mich kurz vor so einem Kleiderding. Was jetzt wieder zurücklaufen. Also, suche den unerwarteten abwesenden Soldaten. Und wo soll ich ihn suchen? Oder was passiert jetzt? Nichts. Das Ding zerstören? Nö. Suche den unerlaubt abwesenden Soldaten. Ja. Da hinten ist doch einer. Aha. Suchen. Bist du ein Kurier? Nicht wirklich. Hey, warum stehst du zwischen Aranha-Nestern rum? Das ist nicht gerade klug. Sie haben gesagt, dass ich Hoffnung haben würde. Nichts mehr, wovor ich mich fürchten muss. Der Schmerz, die Trauer, alles würde vergehen. Sie haben mir wundervolle Dinge erzählt. Der Hauptmann hat uns eine bessere Zukunft versprochen. Er hat mir eine Nachricht gegeben. Die Kuriere hätten hier warten sollen. Ich habe eine Nachricht von Hauptmann Abrams in seinen Gedächtnisarchiven gefunden. Ich habe seine Position auch ans Accord weitergeleitet. Erzähl ihnen aber nicht, dass ich die. Wo ist er jetzt hin verschwunden? Ich habe den Sinhack vollständig analysiert. Er hat einige eingebettete Informationen einschließlich einer Adresse. Der Hack ist seltsam. Er ist mehr als nur veränderte Realität.
Ich werde dir die Nachricht, die ich dem Soldaten abgenommen habe, geben. Brüder, hier spricht euer Hauptmann. Der Krieg gegen die Chosen ist aussichtslos. Das ist kein Geheimnis, aber inmitten all der Verzweiflung habe ich Hoffnung gefunden. Ich habe eine strahlende Zukunft gesehen. Gemeinsam ohne Schmerz und Leid, ohne Angst, ihr seid mir in den Kampf gefolgt. Jetzt folgt mir zu ewigem Frieden. Valhalla! Also der labert langsamer. Fertig mit labern? Sieht so aus. Skivers. Erledige die Viecher, damit wir uns in Ruhe umsehen können. Okay. Ah. Wieder so ein Monster. Riesiges Ding da. Ja. Brüll. Angststraße. So, alle wegbomben. Noch mehr. Drüben kommt noch eins. Nachladen und auch wegbomben. Und nun, das habe ich schon. Das ist ein militärisches Experiment und diese Erkennungsmarken gehören einem Accord-Offizier, Hauptmann Quinton Abrams. Er ist mit Dr. Kathleen Abrams verheiratet. Hallo, ist da RS-35? Wir können Ihnen Ihren Mann nicht finden, Doktor, aber wir haben seine Ausrüstung und Erkennungsmarken gefunden. Ich verstehe. Haben Sie welche von seinen Männern gefunden? Es sind einige verschwunden. Da war ein junger Mann, der Sinnhex benutzt. Er hatte eine Nachricht Ihres Mannes, die zu einer Art Pfannenflucht führt. Scheint so, als würde er sich Richtung Norden bewegen. Da gibt es jemanden, der helfen könnte. Der Garnisonskommandant beim biothermischen Zentrum ist Feldwebel irgendwas. In Ordnung, Zeit nach Norden zu gehen. Mein Mann hat viele Leute in seiner Einheit verloren. Dieser Krieg hat jeden von uns etwas genommen. Ich habe von den Sinhex erst kürzlich erfahren. Melden Sie sich bitte bei Feldwebel Louis. Also dauert's noch länger. Da sind wieder so scheiß Nester. Immer dieses Rumgerenne da. War bestimmt Level 20 schon. Und hat ordentlich was zusammengespart, um das Ding zu kaufen. Ich brauch nicht zu sparen, ich level ja 2. Weg. 2 Charakter hoch. Also. Komm, verreck, gut. Du auch. Okay. Jetzt kommen die Viecher schon wieder, die Typen da. Einfach weiterlaufen. So, die auch noch wegpumpen. Nachladen, nachladen. Oh. Triffst mich nicht, triffst mich nicht. Da sind auch noch so Käferchen. Ihr kommt aber nicht da hoch, hoffe ich mal. Ich glaube, dass da ist Louis, der dich so misstrauisch anstarrt. Ich will jetzt aber kurz gucken, was da gibt. Wurde abkratzt. Lädt. Okay, da kann man so Zeug kaufen. Ich habe 0 solche Dinger, brauche aber 20. Aber dafür 2800 gerüstet. Naja. Teleportsignal. Level 9, Raptor. Pionier. Den habe ich, glaube, oder? Keine Ahnung. Hab eh 0, also weiter zu dem Typ. Was labert der jetzt? Was kann ich für Sie tun? Dr. Abrams meinte, wir sollten mit Ihnen reden. Haben Sie die Einheit gesehen? Ja, bis vor ein paar Monaten ist das alles, was Sie wissen wollen. Das wusste
irgendwas nicht. Hauptmann Abrams ist verschwunden. Er scheint an einer Art posttraumatischer Entwicklungsstörung gelitten zu haben. Was meinst du damit? Ich kann Dr. Abrams gut leiden, deshalb werde ich schauen, was ich an der nördlichen Küste herausfinden kann. Wenn er verschwunden ist und Matschköpfe involviert sind, dann erwarte ich, dass auch hiesige Banditen ihre Finger im Spiel haben. Ich melde mich dann. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich vermute, Louis und ihr Mann haben nicht das beste Verhältnis. Trotzdem wird der Feldwebel uns helfen, ihn zu finden. Verstanden. Ich habe ihn als unerlaubt von der Truppe abwesend beim Akkord gemeldet. Ich muss mich auf meine Arbeit hier konzentrieren. Das hilft mir dabei. Keine Ahnung. Vielen Dank. Ich werde mich nun um meine Patienten kümmern. Gut. Mission vorbei. Ja. Erfahrungspunkte, da, Copacabana, Kupferspülmünze, 193 gerüstet. So, das war dann wieder eine Folge, hundertprozentig eine überlange Folge, wie immer halt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!